Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es bei mir um Virtual Reality. Ich habe euch bereits im vergangenen Podcast ein bisschen was über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten erzählt und einen kleinen Einblick gegeben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja das nochmal anschauen und euch informieren. Und heute habe ich euch nochmal zwei weitere Themen mitgebracht, die meiner Meinung nach sehr interessant sind. Es geht einerseits darum, wie man eben virtuelle Welten barrierefrei zugänglich machen kann. Und da hat Microsoft eine ganz interessante Lösung gefunden. Und das andere Thema ist eine virtuelle Biodatenbank, wo eben Krebsgewebe eingescannt und mittels VR-Brillen untersucht werden kann. Und da fangen wir gleich mal mit ersterem Thema an. Hat, wie gesagt, Microsoft einen VR-Blindenstock entwickelt, der in der Art eines Controllers funktioniert. Also es gibt quasi so einen kleinen Stock, der dann in der virtuellen Welt beliebig verlängert werden kann. Das Ganze funktioniert dann mit einem Zugmechanismus, der dann eben den Ausschlag des Stocks steuern soll und zusammen mit einem VR-Headset, um eben die Kopfbewegung des Nutzers zu erfassen. Und das Ganze funktioniert eben überwiegend durch haptisches und akustisches Feedback und Signale und eben kein visuelles Feedback. Und kann eben den Nutzer, wenn er jetzt beispielsweise in einem virtuellen Raum ist und verschiedene Gegenstände anstößt, dann ertönen unterschiedliche Signale, also beispielsweise klingt ein Plastikmülleimer anders als ein Holztisch. Und gleichzeitig, wenn der Nutzer dann eben auch gegenstößt, bremst dann der Controller auch ab, sodass der Nutzer weiß, aha, hier ist ein Widerstand. Und ebenfalls ist es möglich, durch einen Vibrationsmotor verschiedene Untergrundflächen zu erkennen, also dass man beispielsweise Teppich von Straße unterscheiden kann. Und oder auch wenn man vielleicht versehentlich fast den virtuellen Raum verlässt, dass er eben auch einen Warnton ertönt beispielsweise. Und das Ganze wurde natürlich auch getestet und 8 von 9 Probanden konnten sich da fast augenblicklich zurechtfinden, was ich sehr interessant finde. Also die wurden einerseits in so einen virtuellen Raum gesteckt mit so 3-4 Möbeln und die konnten dann fast ohne Probleme eben durchgehen und erfassen, wo jetzt Barrieren sind, wo sie nicht weiterkommen. Und der andere Test war, dass da eben eine virtuelle Straßenüberquerung simuliert wurde und dass sie eben da erkannt haben, okay, hier ist Straße, hier beginnt Fußweg beispielsweise, hier höre ich Ton von einem Auto und das hat alles auch fast augenblicklich funktioniert. Und ich finde, das Ganze ist wirklich ein sehr interessantes Thema, sowas eben auch barrierefrei und für sehbehinderte Menschen eben darzustellen. Und ja, falls ihr da vielleicht noch Ideen habt oder was gehört habt, was dazu passt, dann, oder generell Interessantes, freue ich mich, von euch zu hören. Und machen wir gleich mal mit dem zweiten Thema weiter, der virtuellen Biodatenbank. Da haben nämlich beispielsweise Forscher in Newcastle besagte Datenbank entwickelt, die eben so funktioniert, dass eben 3D-Kubinen von Krebsgewebe abgespeichert werden und dann eben mittels VR untersucht werden können. Und das Ganze vereinfacht natürlich den kompletten Prozess, weil Krebsgewebe ja noch sehr einzigartig ist und dann eben nur lokal vorhanden ist. Und wenn man jetzt alles hin und her schicken muss beispielsweise, ist alles sehr aufwendig, zeitaufwendig und generell kann das eben durch diese Biodatenbank, diese virtuelle Biodatenbank enorm erleichtert werden. Und generell bleibt ja durch die Digitalisierung werden die medizinischen Daten vorhanden und die Probe selbst natürlich auch intakt und können dann eben von potenziell überall angesehen werden und Forscher können sich dann untereinander eben auch austauschen und Ziel des Ganzen ist natürlich die Verbesserung und die Entwicklung in der Krebsforschung, da weitere Ergebnisse zu erzielen, da weitere Handlungsmethoden zu entwickeln beispielsweise. Und das Ganze wird dann eben, also wenn man einerseits die 3D-Kopien hat von dem Krebsgewebe oder eben dazu ein spezielles Mikroskop entwickelt, bei der dann klare, detaillierte 3D-Bilder des gesamten Gewebes auf zellulärer Ebene dargestellt wird und kann es beispielsweise drehen und alle Richtungen und dann können sich da Forscher ganz stark dran austoben beispielsweise und ja, wäre natürlich super, wenn das zur Krebsforschung enorm beitragen würde. Und also wenn ihr dazu noch ein paar Ideen habt oder euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt und ein bisschen diskutieren wollt oder so, freue ich mich von euch zu hören.
Und wenn nicht, sehen wir uns in meinem nächsten Podcast wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.